Und der hat es geprüft und innerhalb von einer Stunde mir die Rückmeldung gegeben: Hey, das ist ein super Modell, so ein gutes Modell habe ich noch nie gesehen. Wenn du das kriegst, dann nimm es, weil wer weiß, wie lange es das Modell noch gibt. So. Ja, mein Name ist Andreas Hofer, ich bin Immobilienmakler, habe die Firma Andreas Hofer Immobilien. Wir sind mittlerweile sicherlich einer der größten Makler in Vorarlberg. Wir bewegen ungefähr Immobilien im Wert von 35 bis 40 Millionen Euro pro Jahr. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Menschen, die in der Schweiz geschafft haben, in der Pension keine Geldprobleme haben. Warum? Weil sie eine dritte, vierte Säule aufgebaut haben und wenn sie in Pension gegangen sind, einen großen Einmalbetrag oder einen monatlichen Betrag zusätzlich zu ihrer staatlichen Pension auszahlt bekommen haben. Und das war für mich immer ein Punkt, wo ich denke, das möchte ich auch mal haben, so eine Säule. Weil wenn ich irgendwann einmal nicht mehr Unternehmer bin im Alter und trotzdem einen entsprechenden Lebensstil habe, den möchte ich auch dann weiterverfolgen können, wenn ich Zeit habe, um das zu genießen. Und als Unternehmer habe ich mir gedacht, wieso gibt es sowas nicht für uns da in Österreich auch? Und bin dann so auf die Suche gegangen und dann habe ich den Peter Sonnweber kennengelernt. Und der hat mir das Produkt vorgestellt und hat mir mal ein aufgezeigt, was so die Vorteile sind von diesem Konstrukt, von diesem Modell. Ja, ich war von Anfang an begeistert von dem GmbH-Modell, habe dann auch mit ein paar Unternehmerkollegen geredet, wie man sich halt so austauscht normalerweise. Und dann, dort sind dann schon ein paar so skeptische, kritische Stimmen gekommen, die gesagt haben, wünscht echt, dass das Modell alles kann und das klingt eigentlich schon fast zu gut, um wahr zu sein, da muss irgendwo ein Haken sein. Und dann habe ich gedacht, ja gut, der Einzige, der mir das beantworten kann, ist mein Steuerberater, weil dort weiß ich einfach, der ist top aufgestellt. Aber er hat mir auf Anhieb bestätigt, dieses Modell ist so flexibel und bietet so viele Einzigartigkeiten, wie er es selber noch nie gesehen hat. Also man hat einfach sofort das Gefühl gehabt, da sind Profis am Werk, da weiß jeder, was er tut. Und man zieht die Kompetenz hinzu, die nötig ist. Ich glaube, der Haken für einen Unternehmer kann nur der Steuerberater sein, weil wenn der ihm abratet, weil er das Modell nicht versteht oder skeptisch ist dem gegenüber, dann wird es der Unternehmer auch nicht abschließen. Ansonsten sehe ich keinen Haken, außer der Unternehmer hat halt kein Geld zum Inzahlen, aber dann ist eh klar.